Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 3. Ja, viel konnte ich mich nicht mehr verlaufen. Ich habe jetzt mal den. Ich hoffe, man hört das jetzt nicht hier so. Ja, und zwar sind wir hier im ersten Stock und zwar an diesem 1F und. Könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, hier drüben gab es was zum Lesen. Das war die andere Seite von der Medaille. Und da musste ich nur noch wieder in diese Art Räumlichkeit kommen. Also in diese komische Umgebung. Hier geht es nicht rein. War denn hier noch eine Tür? Türen, die erkennt man nicht so. Tanz für mich. Okay. Ja. Patronen, Patronen. Maschinenpistole. Oh, das klingt ja gar nicht gut. Diese Geräusche. Da liegt etwas auf dem Boden. Es ist das eine Geburtstagskarte. Herzlichen Glückwunsch zum 38. Geburtstag. 14 plus 7 plus 17 ist 38. Aber das ist nicht mein Geburtstag. Okay. Boah. Ja, also konnte ich mit diesem Flammenwerfer auch die Krankenschwestern so verbrennen. Das ist natürlich gut. Das kommt gut, ja. Okay, jetzt müssen wir wieder heraus in diese ungemütlichen. Gegend hier. Ich muss erstmal rausfinden, wo ich überhaupt rein kann. Beziehungsweise wo hier überhaupt eine Tür ist. Alter Schwede, hier ist was los. Okay, speichern das Zeichen auf den Trennwänden im Krankenhaus gesehen, ja. Oh, hier gibt es wieder was zum Lesen. Der Titel lautet Verlorene Erinnerungen. Ein Charakteristikum nur in seltenen Dokumenten erwähnt und heutzutage immer seltener ausgeführt, ist das rituelle Opfer. Bringe Gebete dar und durchbohre die Brust eines Mannes mit einem Kupferpfahl. Tränke den Altar mit dem Blut, das rot auf dem Herzen spritzt, um Gott zu preisen und Treue zu bekunden. In einem anderen Opferritus im gleichen Buch beschrieben wird das Opfer bei lebendigem Leib verbrannt. Dies war eine würdevolle Zeremonie, an der Gefangene und Sünder nicht teilnehmen durften. Nur Mitglieder des Klerus konnten geopfert werden. Bei den Religionen in dieser Religion findet sich kein mit der Verbrennung auf dem Scheiterhaufen vergleichbares Ritus. Obgleich diese Religion die Erlösung preist, erweckt sie eine dunkle und kulthafte Geschichte. Okay, das ist eine Bahre. Aber keine gewöhnliche Bahre. Die hier sieht mehr aus wie ein Altar.
brennende Kerzen, ein Messer und ist das der Geruch von Blut? Riecht man Blut eigentlich? Moment, ach, mir tränt gerade das Auge. Ich habe Angst vor diesem Opfer. Haben Sie dieses Bild eingebettet oder etwas in diesem Bild? Ja. Ja, ich glaube, ich kann jetzt endlich mal dieses Blut verwenden. Hier drüben. Ja, was nehme ich denn? Gegenstände habe ich ja, die kugelsichere Weste habe ich angezogen. Na, die lasse ich mal an. Und eine Waffe, dann nehme ich mal die Maschinenpistole. Frag mich jetzt nicht warum. Ihr werdet sehen. Gehen wir mal nach unten und schauen mal, was hier los ist. Kann es sein, dass ich Tätowierungen jetzt habe? Ich mich hier umgezogen habe. Sieht ganz so aus, oder nicht nur das T-Shirt, sondern. Okay. Heather? Yeah? Leonard, where are you? Thank you. Now I can finally leave here. Now Claudia's ridiculous dream is over. Well, I guess it's time to dispose of her. The salvation of all mankind. God! Why must we reward even the unbelievers? What are you talking about? About our plans, of course. It's true that God is merciful. But first, one must be chosen. Only we, who hearken to the voice of God, will be given the keys to paradise. Don't you think so, Heather? Yeah, sure. Go ahead and think whatever you want. What do you mean by that? I mean that I don't think the way you guys do. I don't want any part of that kind of paradise. You're an unbeliever. You deceived me. I didn't deceive you. We were both just wrong about each other. I thought you were a normal person. So you tried to trick me? So you could run off with my seal, huh? Heretic! You planned to destroy God! I told you I wasn't trying to trick anyone! What is this seal thing anyway? Oh, don't play innocent. You can't fool me anymore. The seal is mine. I was appointed by God to be its guardian. The only thing you'll get from me is a gruesome death. Oh, yeah. Leonard? Is that you? Death to all who turn their backs on God! Is every person here a mental case? Ich glaube ja. Well, I guess you're not a person anyway.
Na, was denn nun? Dieser Lennart, der immer zwischendurch geschrieben hatte, oder? Kann das sein? Ja, ne? Leonard's not here anymore. I guess I should head back to the motel now. I hope Douglas is okay. Huh? What's this? Ich habe einen Talisman gefunden. Ja, Leonard ist nicht mehr da. Oh, das ist auch der Raum, wo der Schlüssel war. Hier ist nichts mehr, was wir gebrauchen könnten. Was ist mit dem Talisman? Ich ziehe mal was Freundliches an, ja. Gegenstände, das habe ich an, das behalte ich auch an. Ja, das Siegel, dieser Talisman, das Siegel, das wird wohl irgendwo auch seinen Einsatz brauchen, kriegen. So. Jetzt muss ich mal schauen, wir sind im ersten Stock zurück ins Hotel. Bedeutet das, dass ich jetzt wieder ganz raus kann, ja. Irgendwo mal der Ausgang. Speichern wir auf der anderen Seite. War das hier? Kurz vorm Ausgang, ja, okay. Ja, das war der Leonard. Leonard. Das war der, der die, ja, die Briefe hinterlassen hat. Why did you send her to my father? Was that wrong? It's your fault that he... But surely it's a good thing. It means he was one of God's beloved, no? Those who mock God will never receive salvation. You'll go to hell, Vincent.
You'll never feel the joy of God's everlasting paradise. And you think God is going to save you? What do you know anyway? I know about the pleasures of this world. And I want to find my happiness while I'm still here. You hated your father, didn't you? I saw the way he hit you. Kicked you and made you cry. Oh, the memory of his cruelty is forever burned into my mind. Yes, yes, and that's why we need God. What you call faith is nothing more than a child crying out for love. That's why you're all alone. You don't understand. None of you do. Okay. Das war eine kleine Nebengeschichte. Jack's Inn geradeaus, dann rechts rum. Zumindest ist es wieder etwas friedlich und sieht auch etwas gemütlicher aus, ja, raus aus dem Chaos. Ich habe nichts gesagt. Bin ich hier richtig? Schon stimmen, ja. Ja, ich laufe halt ein bisschen langsamer durch die Weste, die ich anhab. Die könnte ich eigentlich erstmal ausziehen. Seht ihr das? War letztendlich nur die Beste, die mir aufgehalten hat. Geh weg. Wieso geht das nicht gleich ins Inn? Ach, ich muss natürlich erst Kilometer rumlaufen, ja, ist logisch. Where's Douglas? He went out. But he left a message for you. Was there someone else here just now? No, no. Just me. Don't you want to know what the message is? Yeah? What did he say? The church is on the other side of the lake. Church? I wonder what he meant by that. You don't understand? That's where Claudia is. Across the lake. On the north side. If you're going, you'd better go through the amusement park. It's probably the only way in now.
go northwest on Nathan Avenue. It's a bit far, but it's closer than heaven. Is that it for the message? Uh-huh. Thanks. Douglas really said that? What's wrong? You don't trust me? Na, ich traue hier niemand. Okay. Wo soll's lang gehen, ja? Die Nathan Avenue, also die ganze Straße nach oben. Okay. Schau nicht so nach hinten. Wir wissen, dass die weg sind. Folgen die mir etwa. Nathan Avenue, immer geradeaus. Da komme ich an eine Kirche. Okay, also ich gehe mal davon aus, er lügt nicht. Ach nein, durch den Park erst. Oh, na toll. Na toll. Das nächste Labyrinth. Geht's hier nicht rein? Der Hase. Ein riesiges Hasenkostüm. Ist das das Maskottchen des Vergnügungsparks? Ja, ich will es gar nicht wissen. Sagen mal, sorge mal. Jetzt komme ich hier nicht vorbei. Da drüben geht's nach unten, wie es ausschaut. Es ist ein Popcornwagen, nichts Besonderes von Interesse. Ah.
Na, lauf doch mal irgendwo hin. Ich sehe doch hier nichts. Boah, ist auch irgendwo mal was auf. Das kann aber nicht wahr sein. Ein Hasenstoff ist ja hier. Ich suche bloß was zum Speichern jetzt erstmal. Außerdem scheint das so, als ob ich hier schon mal gewesen wäre. Trockenes Rindfleisch. Ich habe das, glaube ich, auch noch nie benutzt. Ich habe eine Ampulle. Toll, toll, toll. Eine Reihe von Hemden, hier brauche ich nichts. Wieso ist hier alles kaputt? Rausgehe, ist auch alles kaputt. Spielsachen der Aussage, nichts Ungewöhnliches. Sind die jetzt auf einmal so schnell? Bin ich hier erwischt? Mal irgendeine Ampulle oder irgendwas, was ich hier habe. Ja, ein Kassenhäuschen, aber es ist niemand drin. Und dreht das Auge. Ist euch das auch schon mal passiert? Ihr spielt und das Auge dreht. Ich weiß nicht, warum das so ist jetzt. Mein Gott. Toll abgeschlossen. Ist ja super. Müssen wir jetzt wieder
Ich sterbe gleich. Das ist wie mit dem Zug. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ja. An der Stelle mache ich erstmal Schluss. Ja, wir treffen uns dann wieder an der Bahn hier das nächste Mal. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Und ich spiele da auch gleich bis dahin. Ja, es war wie beim Zug. Ich bin tot. Okay. Bis dahin, ich bin erstmal weg. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Tschüss.